Ja, hallo Leute, ich bin's wieder, euer Charlie. Ja, ich bin wieder mal im Wald, ist schon ein bisschen kälter geworden. Ich will mal gucken, was die Pilze heute machen. Wir haben Montag. Gestern hat es geregnet den ganzen Tag. Es kann also sein, dass ich Glück habe und die für anderen Pilzsammler nicht so den Weg hier in diesen Wald gefunden haben. Ja, dann wünsche ich viel Vergnügen mit diesem Film. Ich wünsche mir Trüff wie immer. Ja, dann sage ich mal bis später, wohl. Ja, Trüffelhund findet es natürlich wunderbar. Kann er mal laufen und schnüffeln und Pipi machen. Dafür ist der Wald schön. Ja, dadurch, dass es heute bedeckt ist und sehr schauerlastig das Wetter, ist es natürlich auch sehr dunkel im Wald. Man sieht kaum etwas. Aber ich denke, dass die Pilze sich dennoch zeigen werden. Hoffen wir es mal. Ja, hier habe ich schon den ersten Pilz, ein Täubling. Ich werde ihn gleich probieren, aber ich denke, dass er essbar ist. Ja, ein bereits stattlicher Perlpilz steht hier. Ich lasse ihn aber stehen, weil er schon so groß ist und vor allen Dingen haben die Schnecken oben ein richtig dickes Loch reingefressen. Da wird nicht viel von übrig bleiben, wenn ich ihn sauber mache. Dann nehme ich lieber dieses junge Exemplar mit. Da lohnt sich. So. Ja, anders als vorgestern, hoppla, da bin ich bald auf die Nase gefahren, steht hier der Wald voller Pilze. Ja, könnte besser sein. Na, Flo, riechst du den Trüffel? Ja, ein einsamer Fichtenblutreizke. Ja, Perlpilz, erkennbar, überall rosa am Hut, rosa Fraßstellen, Perlpilz, lecker, lecker, mitnehmen. Ja, was ist, Flo, schon keine Lust mehr, hm? Na komm weiter, komm, Flo, komm weiter, komm. Gehen wir weiter, ne? Ja, eine kleine Kröte. Hm? Upsala. Hier steht mit nassem Haupte eine Marone, die natürlich von mir gerne genommen wird. Ja, das sind kleine Semmelstoppler. Die lohnen sich bald nicht mitzunehmen. Die zerbröseln, da bleibt nichts übrig in der Pfanne. Aber hier steht ein größeres Exemplar. Kommt natürlich mit, guck mal. Semmelstoppelpilz. Und diesen Gesellen wird man immer wieder gerne genaht, wie ihr schon in meinen Filmen kennt. Ein Gallenröhrling. Trotzdem wichtig für den Wald, also auch zum Aussporen hinlegen. Ja, während man vorgestern nicht einen Pilz im Wald hat stehen sehen, steht hier unten quasi an einer Nordseite alles voll. Auch wenn es hier nur Haarschleierlinge sind. Darunter befinden sich aber auch die essbaren Pilze. Ich habe sie schon vermisst. Trompetenpfifferlinge. Natürlich ein ganz hervorragender Speisepilz. Ja, gehört zu den Leistlingen. Er hat die gleichen Leisten wie der Pfifferling, der echte, der Zibarius auch. Ja, und wenn man sie findet, dann findet man auch immer gleich ein paar. Da zieht sich dann da hinten rüber. Hier wachsen auch noch was. So, es geht jetzt ein bisschen durch beschwerliches Gelände, was so kleine Chihuahua-Füßchen nicht geeignet ist. Ja, wenn man jetzt da reinguckt, da liegt also Holz kreuz und quer und da müsste der Hund immer drüber hüpfen und dann kriegt er Auerfüßchen und Auerbäuschen, das wollen wir nicht. Und deshalb geht es jetzt auf den Rücken weiter. Ja, gerne nehmen wir die mit. Pfifferlinge. Ja, hier an einem Laubholzstängelchen finde ich einen Saitling. Hier sind aber noch mehr Saitlinge da. Ich nehme an, es handelt sich hier um einen Lungensaitling. So sieht er von unten aus. Und er riecht ganz angenehm pilzig. Den nehme ich mit. Und hier sind noch mehr Exemplare dieser Saitlinge.
So wie weiße Signalmasten sieht man da hinten an Nie-Champignons stehen. Die werde ich gleich auch noch abernten. Ja, dieser Riesen-Okolyt von Champignon, guckt euch das mal an. Pflückt den mal. Ja, der ist durchaus noch genießbar. Die Lamellen sind noch schön rosa. Der Pilz ist fest. Der riecht wunderbar nach Anis, wie so ein Uso. Auch diese hier werden ins Körbchen wandern. Wenn man dann hier noch so hoch schwenkt, dann sieht man da und auch da oben zwischen noch welche wachsen, die dann ihren Weg ins Körbchen finden. So, vorsichtig ausbrechen, schabe ich den ein bisschen ab, dann kommt er hier ins Körbchen, alle beide. Der Geruch ist einmalig. Ja, hier durchzulaufen, das wäre für Flo nichts gewesen. Da hätte er sich verweigert. Ja, ein Pfiffer wie eine Piepe, ne? Sehr langer Stiel. So, trotzdem stößt man immer noch hier auf so Flecken voller Pfifferlinge. Ja, das ist also richtig toll hier, wie hier die Pfifferlinge aus dem Boden wachsen. Da hinten wächst auch noch ein ganzer Cluster. Wunderbare Pfifferlinge hier, guck mal. Was für eine Schönheit. Oh. Ja, mit nassem Haupte auch hier ein Fichtenblutreizger. Aber in dieser Größe ist er schon so groß. Lasse ich im Wald. Ja, diese kleinen Flaschenbowiste, die fehlten vor ein paar Tagen noch gänzlich. Jetzt kommen sie aus dem Boden. Die sind übrigens essbar, diese Stäublinge, solange sie noch jung und innen weiß sind. Ja, aus diesem Grunde nehme ich die auch mit. Ja, da hinten, da steht noch was. Können wir mal nachgucken, was das ist. Sieht aus wie eine Marone. Da gehen wir mal drauf zu. Ja, Marönchen. Ja, das war mal Röhnchen, aber die hat es hinter sich. Darf im Wald bleiben. Ja, aber von diesem Fichtenblutreizern hier vorne, diese beiden jungen kleinen Dinger da, die werde ich abernten. So, wir sind wieder auf einem Weg. Jetzt kann der Trüffel wieder ein bisschen laufen. Ja, hier wachsen ein paar Korallen. Pilze. Die kenne ich aber nicht. Ja, aus diesem Ufer kommen schöne dicke Perlpilze. Oh, das sind ganz schön feste. Selbstverständlich kommen die noch mit ins Körbchen. So, jetzt mal so ein bisschen das Ufer absuchen. Durch den Wald laufen, das ist schon anstrengend. Stopp! Stopp, Flo! Komm nach Papa, komm! Komm hier, Fuß! Den pflüge ich erst gar nicht. Das ist ein Schönfußröhrling. So erkennt man den gelben Schwamm und diesen schönen roten Fuß da. Ja, das hier, das ist ein flockenstieliger Hexenröhrling, eine Flockenhexe. Die wird natürlich geerntet, selbstverständlich. Ein hervorragender Pilz. Ja, die Flockenhexe erkennt man hier, also der Stiel, der ist so flockig besetzt, unter dem Kopf ein roter Schwamm.
Und natürlich das starke Blaue, ne? Ganz charakteristisch für diesen leckeren Pilz. Allein ist die auch nicht. Hier steht noch ein kleiner. Den nehmen wir auch mit. Immer wieder schön anzusehen, der Fliegenpilz. Und direkt am Wegesrand Pfifferlinge. Ja, der hat es hinter sich. Der ist noch gut. Und auch diese. Auch wunderschön, dieser Perlpilz. Ja, im Gegenzug steht hier ein grauer Wulstling. Ja, es ist doch eigenartig, dass jedes Mal, wenn man im Wald ist, andere Pilze findet. Nicht, wenn ich so an vorgestern denke, nicht, das war ja richtig enttäuschend. Es war auch gar nicht so weit weg, es war da oben auf dem Berg drauf. Ja, was soll ich sagen, gut gefunden habe ich, habe eine schöne Mahlzeit zusammen, mehr wollte ich nicht, einen schönen Spaziergang gemacht und eine richtig tolle Mischpilzpfanne werde ich mir davon machen. Ja, dann wünsche ich euch auch demnächst viel Trüff. Ihr könnt ja auch nochmal in den Wald gehen. Trüffel ist auch schon ganz eilig. Er rennt schon wieder vor, was er nicht soll. Ich wünsche euch viel Vergnügen, mit diesem Film gehabt zu haben. Und sage Trüff, bis zum nächsten Mal. Euer Charlie.